Hallihallo, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stoppuhr. Zu einem neuen Projekt auf Nusscafé. Und zwar heute mal ein RPG-Maker-Spiel, also sozusagen von dem weltberühmten Baukasten in minimaler Grafik. Und ich habe mir mal ein deutsches Spiel rausgesucht, ein Horrorspiel oder ein Gruselspiel, und schon allein das Hauptmenü zeigt, es wird spannend. Zumindest gefällt mir schon mal die Musik. Ich weiß nicht, in welcher Auflösung ich das Spiel später rendern werde. Also ich hoffe, ich kriege da eine gute Möglichkeit hin, weil es ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Aber nicht weit geschnackelt, los geht's. Das Spiel heißt Alice, wie man schon schön sieht, und Alice liegt tot in einem dunklen Gang, und mal schauen, wie toll das Spiel ist. Ich weiß auch nicht, wie lange das geht, weil ich würde es ja nicht so lang gehen, aber wir werden mal sehen und pure Freude haben. Und deswegen, los geht's. Idee und Umsetzung, Kelvin. Oder Kevin. Kevin. Wie gesagt, von einem Deutschen gemacht. Als ich aufwachte, befand ich mich in einem Keller, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Es war ein dunkler und kalter Keller, ganz anders als die modernen Keller mit ihren grellen Halogenlampen und steril weißen Wänden, mehr wie ein Verlies. Warum bin ich hier, fragte ich mich, aber meine Erinnerung wollte mir diese Frage nicht beantworten. Ich hatte die letzten paar Stunden einfach vergessen. Zumindest glaubte ich, dass es ein paar Stunden gewesen sein mussten, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich noch länger in diesem Keller gelegen hatte. Das Letzte, an was ich mich erinnern konnte, war das Klingeln der Schulglocke, die das Ende vom Unterricht verkündete. Was war danach passiert? Soll die Steuerung erklärt werden? Natürlich! Mit den Tasten 1 bis 4 können Sie Befehle benutzen, untersuchen, öffnen, blablabla, drücken, schieben, ausgewählt werden. Per Ende werden Sie aktiviert. 1 bit 4, das erreiche ich noch. Mit der Taste 5 wird direkt das Mal für die Gegenstände gestartet. Die Gegenstände lassen sich mit den Cursor-Tasten auswählen und mit der Enter-Taste bestätigen. Okay. Im Menü können Sie einige Gegenstände kombiniert werden. Dazu muss zuerst ein Gegenstand angelegt und danach beim anderen Kombinieren ausgewählt werden. Außerdem ist es möglich, bestimmte Gegenstände auseinanderzunehmen. Dafür muss der entsprechende Befehl ausgewählt werden, nachdem ein Gegenstand angeklickt wurde. Toll. Das ist leicht, das verstehe ich noch. Ach, so bewegt man sich. Also mit den Cursor-Tasten bewegt man sich, wie gesagt, RPG Maker. Stil, da ist nicht großartig mit Grafik und auch nicht mit Steuerung. Also Maustastatur geht gar nicht. Maustastatur geht gar nicht. Gott, was laber ich. Maus geht gar nicht. So. Lustigerweise ist die Fraps-Anzeige neckt über einigen Anzeigen, was ihr nicht seht, aber ich sehe das. Aber egal. So, untersuchen. Benutzen. Untersuchung ist 2. 3 ist öffnen. 4 ist ducken und ziehen. 5 ist kein Gegenstand vorhanden. Oh, das wird schlimm. So. Also wir sind in dunklen Verlies aufgewacht. Sätze, an denen sich dieses Mädchen erinnert, ist die Schuhglocke gehört zu haben. Mal schauen. Hier ist doch irgendwas. Ah, das war eine Lampe dort. Sah komisch aus. Ich habe echt keine Ahnung von dem Spiel. Ob es Jumpscares oder was weiß ich. Mal schauen, was mich erwartet. Die Tür ist verschlossen. Das ist gut. Warte, ducken, ziehen kann ich ja. Dafür ist die Kiste zu schwer. Schade. Ducken, ziehen geht nicht. Dafür ist die Kiste zu schwer. Und hier? Dafür ist die Kiste zu schwer. Viel zu schwer, der ganze Spaß. Was auch eine Tür gewesen. Ich würde echt die andere noch angucken. Hopp, wer ist denn das? Alice! Hallo Alice. Als ich in den kleinen Lagerraum kam, sah ich ein Mädchen. Es war ungefähr so alt wie ich. Obwohl ich es nicht kannte, überkam mich ein Gefühl der Geborgenheit. Zumindest war ich nicht alleine. Mädchen, hier steckst du also, Emily. Du solltest nicht alleine im Haus herumwandern. Hier kann man sich leicht verlaufen. Es heißt unsere kleine Emily. Ist etwas? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Ich
Es klingt vielleicht komisch, aber ich weiß nicht, wer du bist. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, wo ich hier bin. Oh, Emily, hast du dir etwa den Kopf gestoßen? Du bist bei mir zu Besuch, bei Alice. Alice? Alice? Sagt dir der Name etwas? Nein. Das klingt ja wirklich ernst. Sollen wir dich zu einem Arzt fahren? Ich denke, das ist nicht nötig. Die Erinnerung kommt bestimmt wieder, aber sowas ist mir noch nie passiert. Das muss dir nicht unangenehm sein. Du hast bestimmt schon mal von denen gehört, die einen Monat für eine Prüfung üben und dann während der Prüfung plötzlich alles vergessen. Wenn man in Panik gerät, passiert sowas schneller als man denkt. Aber ich bin nicht... Lass uns wieder nach oben gehen, dann beruhigst du dich bestimmt. Beruhigen? Aber warum? Entschuldigung. Emily sagt, warte, Alice! So. Sie streckt den Arm. Passiert nichts. Oh, ich war wieder alleine. Alice war wie vom Erdboden verschluckt. Warum hatte sie nicht auf mich gewartet? Ich konnte mir das nicht erklären. Wer war diese Alice überhaupt? Eine kleine Stimme in meinem Kopf sagte mir, dass ich ihr nicht vertrauen dürfe, aber da war plötzlich so ein Gefühl, eine Erinnerung. Ihr Name sagt mir gar nichts, aber ich glaubte, dass wir uns trotzdem von irgendwoher kannten. Das war alles so verrückt. Warum war ich im Keller? Normalerweise hält man sich doch dort auf, wo der Gastgeber ist. Man würde nicht einfach so alleine im Haus herumlaufen. Es musste einen Grund dafür geben und das machte mir Angst, denn je länger ich darüber nachdachte, desto mehr kam mir der Gedanke, dass ich nicht freiwillig in den Keller gegangen war. Uiuiuiuiui. Also, Emily hat Alice kennengelernt und anscheinend kannte sie sich, oder zumindest kannte Alice Emily. Ich habe eher die Befürchtung, dass Alice ein Geist ist, aber ich will mich darauf echt nicht verharren. Mal gucken, was, die Tür da. Störung ist ein bisschen mies. Öfen. Untersuchung war eine altmodische Heizung, die mit Kohle betrieben wird. Mehrere Kontrollkästen für die Heizung. Gott, das scheint ein wichtiger Raum gewesen zu sein. Oder wird das noch ein wichtiger Raum? Ich weiß es nicht. So, wir haben hier eine Tür, da ist Alice durchgegangen. Ich will mal das angucken. Ein einfacher Holzschrank. Vor dem Schranktür befindet sich ein Scharnier, das mit Kreuzschrauben befestigt wurde. Gut. Ein einfacher Holzschrank. Okay. Eine Pfütze. Pfütze? Pfütze nicht. Gut. Gut. Ich gehe mal durch die Tür. Sieht aus wie Vorratslager. Lager. Auf der Kiste stehen zwei Konservendosen. Das hätte ich auch noch erkannt. Ein Regal voller Lebensmittel. Auf dem Regal liegt ein Stück Kies, das vom Boden aus nicht erreicht werden kann. Also sehr weit oben, okay. Da sie das betont, glaube ich, dass es noch der Kies noch wichtig wird. Keine Metallkasten. Das ist das gleiche nochmal. Mehrere Säcke, in denen sich verdorbene Lebensmittel befinden. Ich glaube, der Ofen und der Kies werden noch wichtig sein. Habe ich zumindest das Gefühl. Und hier liegt ein Sack, in dem sich Rüben finden. Rüben! Auf die Rübe. Auf die Meile. Ich folge mal Alice. Oh, ist das riesig. Hier ist. Was war das? Ein schweres Metallgitter. Hä? Das kommt immer wieder, wenn man da. Ich habe Angst. Vor allem so ein großer, riesen Keller. Was hast du aufgeben? Schitzschraubenzieher. Wuhi! Wir können den anderen Dings öffnen. Ein Erfolg. Auf den Rahmen finden sich Schrauben, Nägel und Farbeimer. Also sind wir so lang mehrere Einfachkisten. Eure Holzbretter. Also sind wir sozusagen im Werkzeugraum gewesen. So, das war der Schrank. Das ist nicht möglich. Warte. Das Schrank lässt sich nicht öffnen, weil sich ein Scharnier vor den Türen befindet. Es wurde mit Kreuzschrauben befestigt. Dickensin, Schraubenschlitz. Ach, 5 Schraubenschlitz und... Der Schrank ist an der Wand befestigt. Ach, ist ein Schlitz. Stimmt. Schlitzschraubenzieher. Closer Fehler. Schlitz und Kreuz verwechselt. Ah. Gott, das Quietschen der Töne ist auch ganz unangenehm. Ah, bitte mal ruhig.
Ah! Hallo? Ach, es ist noch ein Mädchen. Erschreck mich doch nicht so. Emily... Selina? Was machst du denn hier? Was ist denn das für eine Frage? Ich kann mich irgendwie nicht erinnern, warum ich hier bin. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das wünsche ich auch. Bist du auf den Kopf gefallen? Das würde zu dir passen, so schustig wie du immer bist. Selina, du kannst dich wirklich nicht erinnern. Nicht mal an deinen Namen? Doch, an den schon, nur an die letzten paar Stunden nicht. Oh Mann, dabei dachte ich, dass ich mich wenigstens auf dich verlassen kann. Caro ist ja einfach abgehauen. Caro ist auch hier? Natürlich. Wir sind doch hier, um die Talberg zu besuchen. Klingelt es jetzt bei dir? Ups, kaputt. Erinnerung. Selina, du musst ja hier in ein... Dann musst du ja in einem riesigen Haus wohnen. Naja, es ist schon etwas größer als ein Einfamilienhaus. Hör auf, zu bescheiden zu sein. Das mag ich nicht. Dann habe ich das Gefühl, dass du denkst, ich wäre zu nur neidisch. Bist du doch auch. Sei du bloß ruhig. Ich bin nur neugierig. Du etwa nicht? Was ist mit dir, Emily? Ich kenne so was auch nur aus Filmen. Sag ich doch. Wenn ich mir das so vorstelle, die antiken Möbel, die teuren Kleider, die wertvollen Bilder und die ganzen Bediensteten. Du mit deiner lebhaften Fantasie. Bedienstete haben wir aber nicht. Wirklich nicht? Das ist ja doof. Ein Anwesen ohne Bedienstete ist ja fast so wie ein Erdbeereis ohne Erdbeeren. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich doch einfach besuchen. Wirklich? Ja. Heute? Wenn ihr möchtet? Ich hab heute nichts vor. Bei mir wird es auch gehen. Ich kann auch. Gott. Wie konnte ich das nur vergessen? Das frage ich mich auch. Celia, kannst du nicht zu mir kommen? Dieser Keller ist mir irgendwie unheimlich und... Da war dieser komische Typ, der gehinkt hat. Ich bin vor dem weggelaufen. War dumm von mir, ich weiß. Das war bestimmt nur der Alte von der Talberg. Aber trotzdem, der war echt unheimlich. Komm doch bitte zu mir. Das ist aber keine Tür. Das weiß ich auch. Ich schau mal auf dem Gang nach. Wir können uns da ja treffen, okay? Okay. Ich brauche eine Weile, um wirklich zu begreifen, was Selina mir gerade erzählt hatte. Alice war eine Klassenkameradin, die ich schon seit ungefähr 2 Jahren kannte. Und ich hatte sie einfach so vergessen. Das war mir total peinlich. Aber obwohl ich diese Erkenntnis eigentlich hätte beruhigen sollen, zitterte ich immer noch am ganzen Körper. Was? War es, weil Selina von diesem komischen Typ gesprochen hatte? Nein, es war nicht nur das. Ich konnte immer noch nicht verstehen, warum ich im Keller auf dem Boden gelegen und weshalb Alice mich zurückgelassen hatte. Gerade weil wir uns schon so lange kannten. So. Okay, also anscheinend sind sie zu Besuch bei Alice, seiner alten Kastenkameradin, und untersuchen wir die zwei, genau. Zwei schwere Weinfässer. Und haben sich anscheinend etwas verlaufen in dem ganzen Gewölbe, in dem ganzen Keller, warum auch immer sie dort sind. Das ist auch unheimlich, dass die Alice sie so verlassen hat einfach so. Also ich muss doch irgendwas passiert sein. Also schon mal gut zu verstehen, dass da noch andere Mädchen sind. Ich muss noch Caro finden. Die fehlt ja auch noch. Ah, hier ist eine Wand. Ist eigentlich... Oh, eine Decke. Decke. Teil ist Decke. Decke. Das macht sehr viel Mut übrigens, wenn ein Teil der Decke einstürzt und ich bin hier im Keller. Toll, oder? Gut, gehen wir mal auf den Gang zurück. Wir müssen jetzt die Selina finden. Ach, übrigens wegen der... Ach so, da sind wir dann. Wegen der, wegen dem Vorlesen. Ist ja nicht vertont, der ganze Spaß. Wollt ihr, dass ich vorher die Namen lese, wer was sagt? Weil ich versuche zwar ein bisschen mit der Stimme zu spielen, aber so mehr mache ich das nicht. Oder reicht das so, wie ich das gerade mache? Schreibt das bitte in die Kommentare und ich werde mich danach richten. Soll ich gerade auslaufen oder soll ich rum? Ich gehe mal unten lang. Gut, hat sich erledigt. Tür ist verschlossen. So ist immer schön. Türen sind verschlossen. Das beruhigt. Wer ist das?
Caro. Ach, Caro. Ach, du bist es nur. Ich dachte schon. Du bist ja ganz außer Atem. Ist dir das passiert? Mir ist jetzt wirklich nichts zum Scherzen zumute. Tut mir leid, ich habe nur irgendwie meine Erinnerung verloren. Ich wusste nicht mal, wieso wir überhaupt hier sind, bis mir Celina alles erzählt hat. Dann kannst du dich auch nicht an das mit dem Tor erinnern? Oh, noch eine Erinnerung. Nein. Das muss wohl der Schock sein. Meinst du? Ich denke schon und ich kann es verstehen. Ich konnte auch nicht anders. Ich musste weglaufen, bis mir die Puste ausgeht. Warum denn? Was ist passiert? Also, das war so. Erinnerung. Das ist für ein Haar. Ach so, so großes Tür. Wir machen das noch und dann machen wir den Part zu Ende. Lass uns mal nachschauen. Du bist wirklich doof, Celina. Sie hat doch ausdrücklich gesagt, dass wir diese Tür nicht öffnen dürfen. Na klar, weil sie da irgendwas versteckt, was hier peinlich ist. Bist du etwa nicht neugierig? Punkt, Punkt, Punkt. Was ist mit dir, Emily? Ich würde schon gern nachschauen. Vielleicht versteckt sie da ihren missgebildeten Bruder. Will ich nicht sehen. Den muss man nicht sehen. Du schaust zu viele Horrorfilme. Definitiv. Aber wer weiß. Deswegen machst du die Tür auf. Wieso denn das? Weil ich nicht von ihrem missgebildeten Bruder angefallen werden möchte. Am besten, ihr macht die Tür gar nicht auf. Es reicht dir, wenn wir sie nur kurz aufmachen. Los, mach schon, Emily. Emily, go, go, Emily. Ich weiß aber nicht mal wie. Das sind doch diese Scharniere. Ein Schloss hat sie auch nicht. Aber ich einfach mal auf... Ob ich einfach mal die am Knauf drehe? Ich habe Angst. Was hast du gemacht? Nichts, ich habe nur am Knopf gedreht. Boah, die hat ein Höhlenschloss dort. Ist das wirklich passiert? Oh, ist umgekippt. Das ist doch verrückt. Ja, aber leider ist es wirklich so gewesen. Hinter diesem Tor. Da ist doch nichts gewesen, oder? Das war bestimmt nur ein dummer Scherz. Ich weiß nicht. Celina und ich sind sofort weggelaufen. Wenn jemand etwas gesehen hat, dann... Ich habe nichts gesehen. Ich weiß nicht, was hinter der Tür ist und ich will es auch gar nicht wissen. Ich möchte hier einfach nur raus. Aber das Gitter dort kriege ich nicht auf. Man braucht einen Schlüssel. Ich gehe ihn suchen. Alles ist besser, als hier zu warten. Das ist doch in Ordnung, oder? Ja, ich komme schon klar, denke ich. Wenn ich wieder bei Puste bin, helfe ich dir auch. Oh. Natürlich wäre ich am nächsten Mal Caro geblieben. Nicht, weil ich mir Sorgen um sie machte, sondern weil ich Angst hatte, allein im Keller herumzulaufen. Doch die kleine Stimme in mir sagte, dass ich mich beeilen müsse. Hinter dem Tor war etwas gewesen und nun befand es sich im Haus. Ja, da haben die Mädchen wohl ein bisschen zu viele Türen geöffnet, die sie gar nicht öffnen sollten. Aber das, was jetzt genau passiert ist und ob wir den Schlüssel finden werden, ich kann mir schon denken, was wir da brauchen. Also brauchen wir einen Kreuzschlitz. Und dann machen wir das Ding auf und dann kriegen wir Schlüssel. So, das ist meine Idee. Und wie es jetzt weitergeht oder was wir dann für weitere Geheimnisse herausfinden werden aus dem dunklen Keller bei Alice, das werden wir dann in der neuen Folge bemerken. Und bis dann und... So. Und ciao.